Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir haben im letzten Dars haben wir noch Abschließendes über die Madrasa der Ahlus Sunnah wal Jama'a besprochen. Und heute möchten wir übergehen zu dem Ilm Kalam oder der Madrasa des Kalam, welche eine der ersten in der islamischen Historie entstandenen theoretischen Denkbewegungen ist, nach der Madrasa der Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wir werden, wie ich eingangs bereits mal erwähnt habe, die Hauptdenkschulen oder theologischen Richtungen können wir in vier Kategorien einteilen. Wir haben einmal die Ahlus Sunnah wal Jama'a. Dann haben wir gesagt, die Ahlul Kalam oder die Mutakallimun mit ihren verschiedenen Untergruppierungen. Und dann kommen die Al-Falasifa, die Philosophen. Die Falasifa sind nämlich nicht die Mutakallimun. Die Falsafa ist eine eigene Denkrichtung, die sich unterscheidet von dem Al-Kalam. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Genauere Unterscheidungen werden wir Also die genauen Unterschiede werden wir zeigen, inshallah, wenn wir ein bisschen voranschreiten. Jedenfalls sollte man sich einfach einprägen, der Ilm al-Kalam ist nicht gleich Ilm al-Falsafa. Sicherlich gibt es einige Dinge, in denen sie sich überschneiden und einige Dinge, die Mutakallimun yani, übernommen haben von den Falasifa. Diverse Adaptionen, aber trotzdem sind es verschiedene Schulen. Das sind verschiedene Schulen und das sieht man auch an der Feindseligkeit dieser zwei Lager untereinander. Yani, Al-Ghazali hat das Buch Tahafutul Falasifa verfasst. Tahafutul Falasifa, der Zusammenbruch der Philosophen oder der Niedergang der Philosophen. Und daraufhin hat Ibn Rushd das Buch Tahafut verfasst. Der Niedergang des Tahafut, yani das Buch ist von Al-Ghazali. Und Al-Ghazali hat in seinem Buch Tahafut al-Falasifa 20 Thesen genannt. 20 Thesen, der Philosophen, die er kritisiert hat und für kritisch hielt. Drei von diesen 20 Thesen sind seiner Meinung nach Angelegenheiten, die den Unglauben darstellen, während die anderen 17 eine Bid'ah sind. Also das heißt, ich möchte mal ganz kurz damit darstellen, dass die Falsafa, der Ilm al-Falsafa nicht der Ilm al-Kalam ist. Die Mutakallimun sind nicht die Falasifa, das sind zwei verschiedene Schuhpaare. Dann haben wir noch eine vierte Denkrichtung. Das sind jetzt einfach Kategorien, ganz große, übergeordnete Kategorien. Unter jeder Kategorie befinden sich dann nochmal ganz viele Einzelströmungen in ihrer Verschiedenheit. Die vierte Kategorie ist dann die Madrasatu Ahlil Kashf. Madrasatu Ahlil Kashf, das sind die Mystiker und so weiter. Tamam, Yachua? Was ist der Kalam? Wie definiert man den Kalam? Was bedeutet der linguistisch? Was für eine Bedeutung hat der terminologisch? Also was bedeutet er in der Fachsprache?
So. Das ist eine ganz interessante Frage. Aber erstmal möchte ich von euch wissen, was habt ihr für eine Idee? Was kann man sagen? Yani, wie kann man das definieren? Wenn wir vom Ilm und Kalam sprechen, was ist das? Was ist der Ilm und Kalam? Ma huwa Ilm und Kalam? Was ist der Ilm und Kalam? Nehmen wir eine Idee von euch. Fikra. Wissenschaft, die die rationalen Argumente darlegt in Bezug der Glaubensüberzeugungen, sagt Abu Musa. Okay. Sagen wir es mal so, wir sprechen ja von der Madrasatul Kalam, der Schule des Kalam, der Schule des Kalam, der Denkrichtung des Al-Kalam. Also das heißt, dieser Begriff, der Ausdruck Denkrichtung des Kalam bezieht sich auf, entspringt aus der gleichnamigen Disziplin Ilm und Kalam. Kalam bedeutet rein linguistisch, sprachlich gesehen einfach, ist der Kalam die Rede. Al-Kalamu ist die Rede, das Gespräch. Tamam? Das ist der Kalam, einfach linguistisch. Es gibt zahlreiche, sehr viele Definitionen des Begriffes Al-Kalam als, also als ein terminologischer Begriff. Terminologisch gibt es zahlreiche Definitionen. Aber der interessante Punkt bei all diesen Definitionen ist, also was besonders auffällig ist, was einem auffallen sollte, ist, dass diese Definitionen häufig relativ jung sind. Die Definitionen des Kalam sind häufig relativ jung. Wesentlich jünger als der Ilm al-Kalam selbst. Tamam? Das muss man sich vor Augen halten, um etwas zu verstehen, was noch kommen wird. Also nochmal. Du wirst sehr viele Definitionen für den Ilm al-Kalam finden. Die größtenteils große Ähnlichkeiten aufweisen. Aber was wir feststellen bei all diesen Definitionsversuchen, Erklärungsversuchen, ist, dass es sich häufig um relativ junge Definitionen handelt, die, wie gesagt, wesentlich jünger sind als der Ilm al-Kalam selbst. Warum ist das so wichtig zu wissen? Wenn du das nicht begreifst, wirst du gar nicht verstehen, wo das Problem ist mit dem Al-Kalam. Wer einfach Definitionen, yani egal wie du positioniert bist, was für eine Einstellung du hast, positiv oder negativ eingestellt bist gegenüber dem Kalam, wer einfach Definitionen übernimmt, irgendwo rausgoogelt oder mal yani aus einer bestimmten Literatur rausnimmt, Mesh, und er hat eine bestimmte Geisteshaltung dazu, eine bestimmte Einstellung, nehmen wir mal an, negativ eingestellt. Und dann nimmt er die Definition des Ilm al-Kalam. So, und jetzt hat er eine persönliche, subjektive Einstellung dazu. Und jetzt sieht er ein Problem. Und das Problem ist, dass das, was in der Definition des Ilm al-Kalam erwähnt wird, dass es eigentlich gar nicht problematisch ist. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Grundsätzlich muss man wissen, dass Definitionen, Ta'rifat, Hudud, der Eingang zu einer Gedankenwelt darstellt. Die Definitionen sind die Tür zu einer bestimmten, zu einem Konzept, zu einer Idee, zu einer Lehre. Das heißt, verzerrte Definitionen
führen oft auch zu einem verzerrten Bild, einer verzerrten Wahrnehmung. Und daher ist es in diesem Kontext besonders wichtig zu verstehen, warum es für uns wichtig ist zu wissen, dass die Definitionen, die hier erwähnt werden, alle viel jünger sind als der Kalam selbst. Also ich gebe euch jetzt mal eine Beispieldefinition. Beispielhaft haben wir die Definition von dem Adud-ud-Din al-Iji. Adud-ud-Din al-Iji, der Verfasser dieses kanonischen Werkes unter den Ahlul Kalam, al-Mawaqif fi ilm al-Kalam. Al-Mawaqif fi ilm al-Kalam. Er ist gegen Mitte des 8. Jahrhunderts ist er gestorben. Gegen Mitte des 8. Jahrhunderts ist er verstorben. Tamam? Adud-ud-Din al-Iji definiert den Ilm al-Kalam wie folgt in den Mawaqif. Ganz am Anfang, zu Eingang des Buches, wir haben ja auch erwähnt, als wir mit dieser Unterrichtsreihe begonnen haben, für gewöhnlich beginnen die Autoren, so hat es sich etabliert, sie beginnen in der Regel mit der Klärung von sogenannten 10 Erstfragen. Al-Mabadi al-Ashara. Mabadi'u oder Mabadi kulli ilmin ashara, al-Haddu wal-Mawdu'u thumma thamara und so weiter. Die 10 Erstfragen einer jeden Disziplin die Erstfragen einer jeden Disziplin sind 10. Al-Hadd, die Definition. Al-Mawdu' yani die Spannweite, die Spannweite dieser Disziplin. Al-Thamar und so weiter. Also beginnt er auch damit. Und jetzt hört euch diese Definition mal an. Er sagt, علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإرادة الحجج ودفع الشبه. علم الكلام هو علم يقتدر به على يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإرادة الحجج ودفع الشبه. Also was sagt er da? Er sagt, der Ilm al-Kalam ist eine Wissenschaft, mit der man die religiösen Dogmen, yani die Glaubenslehren oder Glaubenssätze zu beweisen vermag, durch Anführung von Hujaj, yani Argumenten, Dalail, und der Abwendung von Zweifel und Schuba, yani, ja, sagen wir einfach Zweifel. Das ist die Definition des Ilm al-Kalam. Ist das problematisch? Ist das was Schlechtes? Was sagen die anderen? Mohsin, Isa, ist das problematisch? Das ist doch sogar im Gegenteil ganz gut. Das ist ja nichts, es ist ja nichts verkehrt daran, oder? Dass man lernt, dass man sich mit Wissen wappnet und ausrüstet, mit dem man die religiösen Dogmen beweist, durch Anführung von Argumenten und durch Abwendung von Einwänden und Zweifeln und so weiter. Das ist etwas Positives. Tayyib, du wirst sogar sehen manchmal, in diverser Literatur wirst du sehen, dass das auch unter der Definition des Ilm al-Aqida angeführt wird. Von verschiedenen Strömungen, yani unter den Hanabila, selbst yani unter dem, bei Autoren des hanbalitischen Madhabs,
Autoren des hambalitischen Madhabs wirst du in der theologischen Literatur ebenfalls diese Definition vorfinden, aber eben nicht für das Wort Kalam, sondern für das Wort Aqida oder Usuluddin. Und das mag den Eindruck erwecken, dass der Ilm al-Kalam einfach ein Synonym ist für Usuluddin oder Ilm al-Aqida, Ilm al-I'tiqad, Ilm al-Sunnah, Ilm al-Sharia. Das sind ja alles Begriffe, die zu verschiedenen Zeitphasen für die Lehre, die Glaubenslehre verwendet worden sind. Man muss auch sehen, man wird auch feststellen, dass es durchaus frühere Definitionen gibt für den Kalam. Wir haben zum Beispiel den Philosophen Al-Farabi, der Mitte des 4. Jahrhunderts gestorben ist. Auch er hat eine Definition für den Kalam, aber es macht den Eindruck, dass er damit nicht den Kalam meint, den Ilm al-Kalam als eine Disziplin einer bestimmten Denkschule, so wie wir das heute kennen. Wenn wir vom Ilm al-Kalam reden, der Philosoph nennt sich nicht Mutakallim. Der Philosoph nennt sich nicht Mutakallim. Und der Mutakallim nennt sich nicht Philosoph. Also jedenfalls Al-Farabi, er ist im Jahr 339 nach der Hijra gestorben. Er hat in dem Ihsa al-Ulum ebenfalls eine Definition genannt. Er bezeichnet das aber als Sina'atul Kalam und nicht als Ilmul Kalam. Er sagt Sina'atul Kalam. Und zwar sagt er dort, Sina'atul Kalam, Malaka, yaqtadiru biha al-insan, Malakatun, يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها بالأقاويل. Er sagt, die Kunst des Kalam, er bezeichnet das als eine Kunst, Sina'atul Kalam, ein Handwerk, eine Kunst. Also er sagt, die Kunst des Kalam ist eine geistige Fähigkeit, Malaka, durch die der Mensch den Anschauungen und den festgelegten Handlungen, die der Religionsstifter ausgesprochen hat, zum Sieg verhelfen und alles, was ihnen widerspricht, durch Aussagen widerlegen kann. Das heißt, es ist ein verbaler Akt. Es ist ein verbaler Akt, in diesem werden die eigenen Anschauungen bekräftigt und untermauert und die des Opponenten werden sozusagen geschwächt oder widerlegt. Was wir jetzt hier sehen können bei der Definition von Al-Farabi ist, dass es anscheinend nicht unbedingt jetzt was mit dem Ilm al-Kalam zu tun hat, so wie wir ihn kennen, als eine Disziplin einer bestimmten Denkschule, sondern was er hier definiert, ist wohl eher allgemein eine universale Fähigkeit, deren Nutzung von Denkrichtungen unabhängig ist. Tamam? Mashi, Ikhwa? Tayyib. Kommen wir zu einem anderen Aspekt, der hier auch sehr wichtig ist, jetzt mal unabhängig von den terminologischen Definitionen. Warum wurde der Ilm al-Kalam als Ilm al-Kalam bezeichnet? Das heißt, der etymologische Aspekt der Bezeichnung. Der etymologische Aspekt der Bezeichnung. Etymologie ist die Lehre und Wissenschaft von der Herkunft von Begriffen und so weiter. Warum wurde diese, ich nenne es mal Geisteswissenschaft, als Kalam bezeichnet? Auch das ist nicht ganz klar. Es ist nicht ganz klar, aber es gibt hier einige Erklärungen. Es gibt hier einige Erklärungen. Laut einigen Mutakallimun gibt es bis zu 10 Erklärungen oder Begründungen dafür, warum der Ilm al-Kalam als Ilm al-Kalam bezeichnet wurde. Also manche sagten, weil die zentrale Lehre des Ilm al-Kalam, wenn wir den Ilm al-Kalam einfach als, ich sag mal, die Disziplin bezeichnen, die sich mit islamischen Glaubenssätzen beschäftigt,
weil die hauptzentrale Thematik der Kalamullah war. Kalamullah, die Rede Allah Ta'alas, der Koran. Das war Mittelpunkt der damaligen Dispute und Diskurse und eines der heftigsten theologischen Kämpfe, die ausgetragen worden sind in der Frühzeit, betrafen das Thema des Kalams, Kalamullah. Daher sagen manche, dass dies aus diesem Grund als Kalam bezeichnet wurde. Die Frage, ob der Koran ewig oder erschaffen ist und so weiter, und die Wahrheit, die Quiddität der Rede Allah Ta'alas, das ist eine Begründung. Eine zweite Erklärung ist, weil die Disziplin soll die Fähigkeiten vermitteln, prägnant und dezidiert über die Lehre des Göttlichen zu sprechen, was sie auch als Ilahiyat nennen. Elmul Ilahiyat. Es wurde auch gesagt, eines der Begründungen, die auch angeführt werden, ist, weil die erste Pflicht des Menschen in der Aneignung von Wissen liegt und Wissen wird durch Sprache vermittelt. Wissen wird durch Sprache vermittelt. So, das sind so einige Erklärungen, die in den Klassikern erwähnt werden. In den Klassikern. Ich erwähne nicht alle, aber eine weitere Erklärung ist recht neu. Eine eher neuere Erklärung, die einige Orientalisten vertreten. Die meinen, dass der mit dem Kalam-Ausdruck korrespondierende griechische Ausdruck Dialexis, was Disputation heißt, mit dem Begriff der Theologie vermengt wurde. Und dadurch ist dann eben dieser Begriff entstanden, der so viel bedeutet wie Rede über Gott. Rede über Gott. Das heißt, der Ilm al-Kalam ist die Rede über Gott. Und von dort soll er dann ins Arabische gelangt worden sein. So, das nur mal kurz eine Art Einführung in den Begriff. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Kommen wir zu dem Problem, der sich hierbei ergibt mit diesem Begriff. Was wir bei diesen Erklärungsversuchen sehen, also das ist sehr auffällig, und ich erinnere mich, dass mich jemand mal diese Frage gestellt hat. Jemand hat mir mal diese Frage gestellt, nachdem er mir einige Definitionen genannt hat, was denn so problematisch am Ilm al-Kalam ist. Was ist das Problematische am Ilm al-Kalam, wenn das die Erklärungen des Ilm al-Kalam sind, beziehungsweise die Definitionen? Warum hat er überhaupt diesen Widerspruch gesehen? Warum hat er diesen Widerspruch gefühlt? Warum ist er davon ausgegangen, dass es irgendwie irgendwo einen Widerspruch gibt? Also ich meine, der Widerspruch, dass man persönlich ein negatives Bild hat, eine negative Auffassung vom Kalam hat, wenn man aber diese Definition betrachtet, eigentlich nichts Schandhaftes oder Verkehrtes darin vorfindet. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir bei den Definitionen, die, wie gesagt, größtenteils später entstanden sind, recht jung sind, dass sie meliorativ sind. Was heißt das? Ich schreibe euch das Wort mal hier hin. Sie sind meliorativ. Meliorativ. Was äußerst im Kontrast steht zu dem negativen Charakter des Wortes zu seinen Anfängen. Meliorativ bedeutet, dass ein Wort, ein negatives Wort, einen positiven Bedeutungswandel erfährt. Ein negatives Wort erfährt einen
positiven Wandel. Das heißt, der Begriff Ilm und Kalam war eigentlich zu seinen Anfängen negativ beladen, hat eine negative Konnotation gehabt. Meshi? Denn wenn wir uns jetzt, wenn wir uns diese sprachlichen Erklärungen, aber auch die terminologischen gängigen Erklärungen anschauen, dann lässt sich nicht erklären, es ist nicht erklärbar, warum der Ausdruck unter den alten Salaf negativ behaftet war und warum er auf harsche Kritik gestoßen ist. Und dieser Umstand lässt sich nur durch diese, nochmal dieses Wort, durch diese Melioration erklären. Das ist ein Punkt. Aber auch durch die Auslassung, zweiter Punkt, durch die Auslassung der methodischen Aspekte, methodischen Unterschiede in den gängigen Definitionen. Das heißt, diese Definitionen, die den Kalam definieren, sie lassen die Methodik außen vor, bei der eben bestimmt wird, auf welche Art und Weise, auf welchen Prinzip, nach welchen Prinzipien die religiösen Thesen oder Dogma eben untermauert werden und die gegenteiligen Behauptungen entkräftet werden. Meshi? Wir müssen hierbei auch vor Augen haben, dass die Ersten, die diesen Ausdruck benutzt haben, das sind die Immer der Salaf, die ihn als eine Art, die haben ihn als eine Art, oder sie haben ihn abwertend verwendet. Sie haben diesen Begriff abwertend verwendet. Und deswegen sehen wir diverse Aussagen von berühmten Namhaftigkeiten. Einige dieser Aussagen stammen beispielsweise von dem Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, der im Jahr 204 gestorben ist. Im Jahr 204. Also noch bevor die späteren Madaris der Mutakallimun entstanden sind, in ihrer, ja, ich sag mal, in ihrer schulischen Form, als Denkschulen mit ganz bestimmten Lehrgebäuden und so weiter. Ja, مثلا sagt al-Imam Shafi'i, la an yubtala al-mar'u بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام. Durch alle Handlungen, also ja, durch alle Dinge heimgesucht zu werden, die Allah verboten hat, mit Ausnahme des Schirk, ist für den Menschen immer noch besser als die Beschäftigung mit dem Kalam. Also wir sehen hier eine äußerst, ja, eine negative Konnotation, ein akut negativer Kontext, in dem dieser Begriff verwendet wird. Diese Aussage von ihm überliefert Ibn Battah in der Al-Ibana. Oder in einem anderen Ausspruch, da sagt er, لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد كما يفرون من الأسد. Wenn die Leute wüssten, was im Kalam an Ahwa ist, Al-Ahwa يعني an Willkür, was darin an Willkür steckt, würden sie vor ihm fliehen, wie man vor dem Löwen flieht. Und hier ist ein ganz interessanter Punkt an dieser Aussage vom Imam Shafi'i. Hier ist ein ganz interessanter Punkt. Und zwar, er macht das zwar nicht direkt, aber implizit schreibt er dem Kalam einen spekulativen Charakter zu. Er schreibt dem Kalam
einen spekulativen Charakter zu durch den Begriff Ahwa. Denn mit den Ahwa ist häufig auch yani, sind willkürliche Spekulation oder Willkür ist damit gemeint. Was natürlich gänzlich vom Charakter des, ich nenne es mal, des Traditionalismus abweicht. Nicht? Ja. Ebenfalls soll er gesagt haben, diese Aussagen kann man in verschiedener Literatur finden, yani. Diese Aussage unter anderem erwähnt Ibn Abi Al-Aziz Al-Hanafi in der Einführung zu seiner Erklärung des, der Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Der Al-Aqidah Al-Tahawiyyah sagt darin, er sagt, حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Mein Urteil über die Leute des Kalam ist, dass sie mit blattlosen Palmzweigen geschlagen werden und dass man mit ihnen bei den Stämmen, dass man sie bei den Stämmen herumführt und ausruft, das ist die Strafe dessen, der dem Buch und der Sunna untreu geworden ist und sich mit dem Kalam beschäftigt oder sich dem Kalam widmet. Ibn Abi Al-Aziz Al-Hanafi hat ähnliche Aussagen auch der Hanafiya angeführt, der aus den Fatawa der Hanafiya in dieser Einführung zu seiner Erklärung. Ibn Abi Al-Aziz Al-Hanafi, wie der Name sagt, ist Hanafit gewesen in der Rechtspraxis und er hat die Al-Tahawiyya erklärt das ist eine einzigartige Erklärung, aber ich habe schon mal erwähnt, glaube ich, dass sie etwas kompliziert ist. Das heißt, um diese Erklärung zu verstehen, ist einiges an Diversität im Hintergrundwissen notwendig. Ansonsten würde man das nicht verstehen. Taib. Das zu dem erstmal so allgemein zu dem Hintergrund dieses Begriffes. Wenn wir das sehen, dieses Problem sehen, dann stehen wir einem neuen Problem vor, und zwar wir brauchen eine Definition, die sich irgendwie von dem Begriff Aqida, so wie wir ihn typisch kennen, auf eine gewisse Art und Weise abgrenzen lässt. Weißt? Wir brauchen eine Definition, in dem der eigentliche Charakter, der methodische Charakterunterschied des Ilm und Kalam hervorsticht. Damit man auch überhaupt irgendeinen Unterschied sieht. Wie wir hier nämlich sehen, können wir den Begriff Ilm al-Kalam nicht unbedingt als die typische Glaubenslehre sehen im traditionalistischen Sinn. Und es gibt da Unterschiede, und darauf weist zum Beispiel Muhammad Abdu hin. Muhammad Abdu ist einer der, also er ist jetzt, ich nenne ihn mal ein, er gehört jetzt, er gehört zu den, er ist vor ein paar Jahrzehnten gestorben, yani. Recht jung. Muhammad Abdu ist aber, also hat die theologische Richtung der Mutakallimun gehabt, was man natürlich ganz besonders auch in seinem Buch At-Tawhid sehen kann, aber auch anderswo. Und er definiert den Ilm al-Kalam wie folgt. Und an seiner Definition gefällt mir einfach, dass man an dieser Definition einen gewissen Unterschied sehen kann zu der Madrasa, der klassischen Madrasa der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ich zeige euch mal seine Definition. Er sagt, Muhammad Abdu, er spricht darüber, warum wurde der Ilm al-Kalam genannt. Er sagt folgendes.
Er sagt, weil sich diese Wissenschaft auf Vernunftbeweise stützt. Übrigens, das ist noch nicht das Problem, ne? Nicht, dass jemand denkt, ja, nee. Ich weiß nicht, selbst Leute, die diverse Vorstellungen vom Kalam haben oder von der Madrasa der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, benutzen häufig Wörter, deren Grenzen sie selbst nicht verstehen, ja, nee. Wenn man sieht, dass die Madrasa der Ahl-Kalam ein gewisses Problem mit Rationalismus hat, dann bedeutet das natürlich nicht, dass die Ahl-Sunnah unbedingt die Einstellung hat, dass die Rationalität und Rationalisierung Glaubenslehren etwas Problematisches ist. Der Akl an sich selbst ist natürlich nichts Problematisches. Und der Akl ist eine Voraussetzung, um überhaupt zu begreifen und zu verstehen. Mensch. Das ist also nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass man Vernunft, Adilla und Argumentationen benutzt, die auf Vernunft basieren. Das Problem ist ein anderes, aber dazu kommen wir auch noch später. Jedenfalls, er sagt hier, weil sich diese Wissenschaft auf Vernunftbeweise stützt, die durch die Darlegung oder Kalam der Fachgelehrten klar herausgestellt werden. So, jetzt sagt er weiter, die islamischen Theologen, also meint die Mutakallimun, berufen sich ja in diesen Darlegungen nur selten auf die Überlieferung. Und wenn sie es tun, so geschieht es erst, nachdem sie die ersten Prinzipien nach den Gesetzen der Vernunft festgelegt haben und von ihnen leiten sie, nachdem sie die ersten Prinzipien nach den Gesetzen der Vernunft festgelegt haben und von ihnen leiten sie, von der Vernunft geführt, ihre weiteren Folgerungen ab. Und das ist sehr präzise. Das beschreibt präzise die Theologie des Kalam und unterscheidet sie von den, wie gesagt, ich nenne sie von den Traditionalisten. Mesh? Der Unterschied ist hier nämlich nicht nur, dass sie sich auf rationelle und Vernunftbeweise stützen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, was er hier erwähnt, und das ist, wie gesagt, der methodische Unterschied, es gibt Prinzipien, die Kraft der Vernunft oder ja, der Spekulation, ich nenne es mal Spekulation, zustande gebracht werden, die einen übergeordneten Charakter haben. Die haben einen übergeordneten Charakter, das heißt eine gewisse Maßstäblichkeit. Und damit, wir können sie auch so verstehen wie ein Filter. Diese Grundlagen oder diese Prinzipien, sie agieren wie Filter. Das heißt, mit ihnen werden die Texte, die offenbarten Adilla werden damit gefiltert. Was durchpasst, das passt durch. Was nicht durchgeht, muss angepasst werden. Na, weil natürlich das Ganze benötigt noch ein, das benötigt weitere Erklärungen und es ist noch ein bisschen zu diffus, aber dazu reicht die Zeit heute nicht mehr. Wir werden inshallah nächstes Mal ein bisschen weiter darauf eingehen und versuchen, ein paar schärfere Grenzen zu ziehen, um eben diese Unterschiede aufzuzeigen. Ja, dazu kommen wir auch noch, inshallah. طيب machen wir Schluss. هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.